Herzlich willkommen aus Ruppolding. Nun, das weiße Gold wird immer mehr bei uns. Wir sagen Danke, Frau Holle. Das ist der Champions Park im Herzen von Ruppolding. Die ersten Hütten stehen bereits und auch hier läuft alles nach Plan. Aber bevor wir die jeweiligen Biathlonrennen hier Abend für Abend mit euch feuchtfröhlich ausklingen lassen, gibt es bei uns in Ruppolding erst einmal den Rauhnachtsmarkt. Was ist das? Naja, so etwas wie ein Weihnachtsmarkt, nur eben schöner, stressfreier, eben weil es unseren Rauhnachtsmarkt erst nach Weihnachten gibt. Ja, ob Rauhnachtsmarkt oder Biathlon-Weltcup, wenn ihr zu uns nach Ruppolding reist, bekommt ihr hier in der Touristinfo am Bahnhof die besten Tipps, Infos und noch vieles andere mehr. Servus, ich bin der Bernhard. Ich arbeite hier in der Touristinfo in Ruppolding und bei uns in Ruppolding, wir sind der Ansprechpartner für alles rund um Ruppolding und jetzt insbesondere natürlich während der Weltcup-Zeit um alles, was im Thema Biathlon ist. Meine Kolleginnen und ich, wir sind gern für euch da und sind der Ansprechpartner Nummer 1. Kommt vorbei oder ruft uns an. Und wenn ihr übrigens noch Tickets braucht, die gibt es auch bei uns. Also jetzt auf Weihnachten hin sichert euch noch rechtzeitig die Karten, solange der Vorrat reicht. Und falls ihr nicht genau wisst, was ihr schenken wollt, bei uns gibt es übrigens auch Wertgutscheine. Die kann man dann jetzt seit Neuestem auch für die Stadiontouren in der Kimmel Arena einlösen. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euren Besuch. Und jetzt wünschen wir euch erst einmal eine schöne vorweihnachtliche Woche. Ach ja, einen Tipp habe ich noch. Am 21. Dezember, also in ein paar Tagen, feiern wir Lichter-Advent in Ruppolding. Über 1000 Kerzenlichter erhellen dann am Abend unsere kleine Innenstadt.